Ihre Mission? Retten, was zu retten ist. Ihre Leidenschaft? PS-Klassiker mit Coolness-Faktor. 30 Jahre Schrauben an den schönen, den besten Kleinwagen der Welt. Kultschrauber helfen altem Blech mit Charakter auf die Straße. Wenn man mit so einem Auto unterwegs ist in der Stadt, immer einen Daumen hoch und wird angelächelt. Die Old- und Youngtimer-Szene boomt. Hege und Pflege der betagten Schätzchen kann die Besitzer schon mal überfordern. Gut, wenn es dann Experten gibt. Wenn man dann ganz viele Fehler eingebaut hat, dann kommt man immer hierher und wir dürfen dann weitersuchen. Mit Herz und Schraubenschlüssel. Ein echter Mechaniker macht keinen Job, er lebt ihn. Das ist der Sound, der die Straße bewegt, also der das Herz bewegt und die Straße rockt. Das Fahrzeug als Kunstwerk und Zeitmaschine. Das Auto hat über 50 Jahre schon irgendwo gelebt, hat irgendwie eine Geschichte, kann das erzählen. Die Helden der Hebebühne lieben Rost und Chrom. Restaurieren und aufpolieren mit Haltung. Ich selber bin dafür, dass man möglichst viel erhält am Fahrzeug, damit das Auto auch so eine gewisse Seele behält. Radaufhängung auf Reisen. Tom Langhoff und Daniel Geißler haben schwer geladen. Eine Vorderachse. Der Weg ist das Ziel, du weißt ja, wie das ist. Ja, ja. Das massive Stück stammt aus einem VW T1 Bulli, den die beiden Kfz-Mechaniker wieder flott machen wollen. Nach dem Ausbau muss die Achse zunächst von Schmiere und Straßendreck befreit werden. Immerhin hat sie schon gute 60 Jahre ihren Dienst getan. Zuletzt im Grenzgebiet von Arizona. Wir haben sie nur vorgereinigt. Das bedeutet, wir haben nur erstmal die Bereiche abgestrahlt, die voll fett sind und die für uns eben halt wichtig sind zur Kontrolle, ob überhaupt der Achskörper heil ist, um darauf weiter aufbauen zu können. Dass wir die, jetzt zerlegen wir sie und dann kommt die eigentliche Reinigung. Dann machen wir sie eigentlich sauber, indem wir die Einzelteile strahlen, Sandstrahlenteils und eben dann weiter beurteilen können und darauf aufbauen. Ne? In Toms Roadhouse steht nun Fleißarbeit an. Die Kurbellenkerachse wurde bis 1968 in allen Volkswagen-Modellen verbaut. Für das Facelifting des Transporter-Veteranen wollen Tom und Daniel die Original-Radaufhängung wieder verwenden. Wenn der Zustand stimmt. Dafür ist Feinschliff nötig. Ich würde die Flex mit der Drahtbürste nehmen und die Bereiche, zumindest diese ganzen Verschraubungen, einmal sauber bürsten, damit man die, genauso wie diese Verschraubungspunkte hier oben, die so alle so verquarzt sind, die man gar nicht mehr sieht, die würde ich alle einmal frei bürsten. Mit über 12.000 Umdrehungen pro Minute soll es dem verbliebenen Schmutz endgültig an den Kragen gehen. Also für das Alter von dem Fahrzeug ist der Zustand echt super. Ich habe jetzt alle Verschraubungspunkte von den ganzen Befestigungen und von den ganzen Anbauteilen habe ich jetzt sauber gemacht, dass wir einmal gut an die Verschraubung rankommen. Und jetzt würde ich halt anfangen, die komplett einmal zu zerlegen. Was hast du denn jetzt wieder für dummes Zeug gemacht? Bist du immer noch nicht weiter? Oh, hat ja auch gereicht, ne? Den ganzen Tag machst du nur Quatsch hier. Die ganzen Sicherungssplinte, die du vorher gar nicht sehen konntest, kommen dann jetzt hier alles zum Vorschein. Ja. Das ist super. Wir brauchen eigentlich nur den Achskörper hiervon. Also quasi nur das. Und die Federpakete, die hier drinnen sich verstecken in dem Teil. Aber die kann man jetzt noch nicht sehen. Also die Federpakete laufen in den Rohren von rechts nach links oder hier quer rüber. Und da gehen wir jetzt bei, das alles leer zu räumen. Die noch vom legendären Ferdinand Porsche entwickelte VW-Kurbellenkerachse wird zunächst Stück für Stück entkernt. Das Ziel? Möglichst viele Originalkomponenten retten und wiederverwenden. In Berlin sieht die Karosse des Porsche 911e schon fast wieder so aus wie bei der Auslieferung im Jahre 1970. Der Wagen kam als 80er Jahre Umbau und soll wieder in den Originalzustand zurückgebaut werden. Die Roststellen wurden rausgeschnitten und so wie ein Zahnarzt Karies rausschneidet so, oder entfernt, so haben wir den Rost entfernt. Und angefangen haben sie mit dem Boden. Guckt mal zum Beispiel hier drüben an. Die sahen nicht nach Schweißnähten aus, sondern nach Stalagniten und Stalaktiten. Ja, und hier sind die Seitenteile schon angepasst worden, die Spaltmaße. Und der innere Winkel ist neu angefertigt worden auf beiden Seiten, weil er weggerostet war. Zum Beispiel, das ist das Teil hier, ist der Innenwinkel. So.
Die wirklich ernste Korrosion entsteht meist da, wo sie nicht sichtbar ist. In engen Spalten, unter dem dicken Unterbodenschutz oder in den Hohlräumen der Karosserie. Manch ein Problem ist doch hausgemacht. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel noch eine Stelle, die sieht man ganz toll. Armaturenbrett muss hier noch rausgenommen werden. Ne? Und wahrscheinlich muss diese ganze Stelle hier nachgebaut werden aus zwei Teilen. Das ist ein Schwachpunkt. Das sieht aus, es kommt von dem Kit zum Beispiel, dass die Scheiben nachträglich eingekittet wurden. Dann steht hier unten das Wasser drin und kann nicht mehr raus. Und dadurch rostet es natürlich dann irgendwann. Ne? Die alten Sitze hat der Mechaniker Patrick Schrickel in mühsamer Kleinarbeit wieder hergerichtet. Das wären jetzt zum Beispiel die beiden Rahmen. Ich weiß jetzt nicht, wo er die anderen Teile hat, da schon wieder vorne, weil wir die eigentlich wegbringen wollten. Die musst du halt komplett, also wir machen es auch so, ich verstärke die komplett. Ja, muss die komplett schweißen, das war alles gebrochen zum Beispiel. Die Sachen waren alle raus, hier siehst du es auch noch. Und dann werden die dann ausgerichtet, weil die auch total schief sind immer. Und dann hast du, mache ich es so, ich mache neue Muttern rein, dann verschweiße ich die. So ist bei uns Standard. Verstärkt die ein bisschen, weil die immer hier einreißen durch die Bewegung. Ja, mit der Lehne so, wenn du hinten dran bist. Und so werden die überarbeitet, komplett nackig gemacht. Ja. Die Sitze sind grundsätzlich bei so einem Fahrzeug, was so rostig war und dem Witterung ausgesetzt war, meistens durch. Also da ist das Leder nicht mehr zu gebrauchen. Das Füllmaterial, Schaumstoff ist zerfressen. Manchmal sind Mäuse drin, je nachdem. Ne? Das zum Beispiel hier, die Federn, die sind so, dass die von uns gesandstrahlt werden und dann gegen Rost schützen und dann kannst du sie wieder verbauen zum Beispiel. Aber in dem Fall sieht es wirklich nicht schlimm aus und bei uns gilt ja auch immer alt vor neu. Wir versuchen schon die Teile vom Auto fürs Auto wieder zu benutzen und in dem Fall sind sie für gut befunden und werden wieder benutzt. Trotz sachkundiger Sichtprüfung vor dem Zerlegen des Wagens, der Aufwand einer Restaurierung lässt sich nur schwer abschätzen. Erst wenn Unterbodenschutz, Wachs und Rost runter sind, zeigt sich das ganze Ausmaß der Schäden. Selbst ein Profi wie Thomas Lund, der seit Jahrzehnten Autos restauriert, ist vor bösen Überraschungen nicht gefeit. Das Auto machte eigentlich den Eindruck, als wenn wir in der Hauptgruppe eine gute Substanz haben. Leider hat sich denn, nachdem wir hier diese Blechkleider außen entfernt haben, herausgestellt, dass doch wesentlich mehr Arbeit dran war. Schwierig ist es deswegen geworden, weil vorher ein paar Leute schon vermeintlich dieses Auto in Anführungsstrichen restauriert hatten. Und furchtbare Schweißarbeiten wurden offenbar und wir mussten das alle dann lösen. Und das ist immer besonders schwierig, einen Fusch anderer Leute gerade zu kriegen. Ja, jetzt sieht man hier zum Beispiel mal eine völlig dilettantische Blecharbeit. Und auf der anderen Seite bildet sich schon Rost. Hier sieht man es genauso. Das ist also furchtbar gewesen. Und dann sind also so eine Sachen hervorgekommen. Oder eben hier drei, vier Schichten übereinander gepappt. Und das sind nur einige wenige Stellen von dem gesamten Fahrzeug. Von außen sieht das so aus, das ist noch leidlich. Und wenn man es dann aufmacht, dann kommt sowas bei raus. Das sind natürlich Minen und so ein Auto kann denn eben nicht lange halten. Nicht? Also das ist hier mal der Horrorfusch, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Die Autos lange am Leben zu halten, das ist auch das Ziel der Minis Hamburg. Der TÜV-fällige Britenflitzer auf der Hebebühne hat schon 20 Jahre auf dem Blechbuckel. Mit den Zangen. Hier habe ich da, du. Einmal immer. Ich bin von deinem Werkzeugwagen geliehen. Lage neu. So. Ja, Bremse, Bremsscheiben. Auf jeden Fall total verschlissen. Ja. Also auch durch Standschäden hier Rost und so. Ist ja nur noch zwei Drittel Reibfläche. Die geht ja eigentlich bis hierhin und bis hierhin. Katastrophe. Bremsklötze auch völlig runter. Die sind hier angegangen, korrodiert an der Oberfläche und da muss man tätig werden. Bei so vielen Mängeln schnappt sich Werkstattchef Manfred Peterreit den Einkaufszettel. Seit 30 Jahren repariert er Original-Minis. Was sagst du, Bremse vorne, ne? Bremse vorne komplett. Bremsscheibenklötze und Bremszangen überholen. Erstmals 1959 in England vom Band gerollt, schrieb der Kleinwagen im vergangenen Jahrhundert Renngeschichte. Der motorisierte Liebling vieler Promis genießt auch heute Kultstatus, trotz einiger Macken. Eine nicht unbedeutende ist Rost, der größte Minikiller. Ja, Rost, soweit das Auge reicht. Also
hier ist ja Oberkatastrophe, alles verrostet. Also hier fallen schon die Rostplatten ab, alles durch. Also der Hilfsrahmen muss auf jeden Fall neu, um eine TÜV-Untersuchung zu überstehen. Der Werkstattchef kennt seine Pappenheimer seit vielen Jahren. Auspuff sieht ganz gut aus, also zumindest ist nicht durchgerostet. Oh. Ölverlust scheint er auch nicht so richtig viel zu haben. Also unten ist eigentlich alles für Mini-Verhältnisse ziemlich trocken. Obwohl der letzte Original-Mini vor 20 Jahren gebaut wurde, Ersatzteile gibt es immer noch. Doch nicht jede Werkstatt traut sich an den Wagen. Ja, der schickt die vom Hof wieder. Ne? Die haben da keine Lust zu. Alleine schon wegen dem zölligen Werkzeug. Und auch ansonsten, viele machen die Haube auf, sagen, alles klar, da möchte ich nicht dran schrauben, da komme ich ja nirgends voran. Was meiner Meinung nach überhaupt nicht stimmt. Also moderne Autos sind deutlich mehr verbaut. Aber man hat sich natürlich auch ein bisschen darauf eingestellt jetzt. Ne? Müssen nur die Leute mit dem richtigen Können ran. Ja, also ist schon besser, wenn man so ein Auto mal gesehen hat, schon mal vorher. Also dieses, wir machen alles und ich nehme das erstmal an, das kann auch schön nach hinten losgehen. Also Baustellen von anderen Werkstätten habe ich hier auch schon genug gehabt. Also Achsmanschetten und Lenkmanschetten, das sieht alles super aus hier. Ja. Aber der Hilfsrahmen hinten, der muss auf jeden Fall neu. Okay. Also, so wie du das hier siehst, ist auch teilweise durch. Ja, dann musst du die Kunden mal anrufen und das kalkulieren. Ne? Ja klar. Hinterachsrahmen plus Coverboden. Bei der Tür kalkuliere ich auch noch mal die Fensterschienen mit. Ja. Die sind mit Sicherheit auch kaputt. Das lässt sich auch kaum runterkurbeln. Ja, schreibe. Dann sind die kaputt, genau. Hinterachsrahmen, Reifen, Bremse vorne, Tür links. Was schätzt du denn, was du da? Ich würde mal sagen, dass ihr die Liebe zu ihrem Auto wert sein muss. Also. Wie viele Paar Schuhe weniger? Ich rechne das mal zusammen, ruf sie an. Der TÜV ist ja immer so der Zeitpunkt, wo so gewisse Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dann muss man halt sehen, was im Bereich des Möglichen ist. Im Zusammenspiel auch was technisch notwendig ist. Und da muss man immer sehen, dass man da so ein Konzept zusammenstellt, dass das A, finanzierbar ist und auch technisch okay ist und dass er auch einen regulären TÜV bekommt und auch sicher auf der Straße ist. Flying Classics nennt sich die Kultwerkstatt, die auf alte Vespas und Simson-Modelle spezialisiert ist. Chef Helge Wiese betreut den Komplettaufbau einer Vespa PX. So, dann haben wir jetzt die alten Teile, die wir ausgebaut haben. Gucken einmal durch, was wir noch brauchen können und was wir erneuern. Und dann fangen wir an. Gnadenloses Aussortieren fürs Roller-Recycling. Brauche ich nicht mehr. Seitenspiegel ist noch in Ordnung, verbauen wir später auch wieder. Scheinwerfer ist auch noch in Ordnung. Die Rücklichtdichtung, die ist nicht so schön, muss ich mal gucken, was ich damit mache. Hier haben wir noch mehr Züge, das schmeiße ich jetzt weg. Das kommt auch weg. So, dann haben wir hier noch diverse andere Teile, die wir eventuell später verbauen müssen. Die werden wir behalten. Das sind schon Sportstoßdämpfer mit einem entsprechenden Schraubfahrwerk und einer Zugstufenverstellung. Die sind einfach wichtig, dass man eine ordentliche Bodenhaftung hat. Und womit wir jetzt anfangen, ist hier den Kabelbaum. Das ist das Allerschlimmste. Das wird auf jeden Fall jetzt ein Spaß. Das nehme ich mir mal die nächsten 2 Stunden vor. Und mal gucken. Vielleicht klappt das ja heute noch. Der Kabelbaum sorgt für eine exakte Stromversorgung. Ist das Nervensystem der Vespa defekt, stört das nicht nur die Elektrik. Der Mangel ist negativ für den Motorlauf. In dem Gewirr der Leitungen einen Fehler finden und beheben, fast unmöglich. Das war das Schlimmste. Erster Part erledigt. Jetzt nur die einzelnen Strippen verteilen hier. Das ist natürlich eine Sache, die jetzt Fleiß ist. Hast halt überall Beleuchtungselemente, Spannungsregler, Batterie, Zündschloss und so weiter. Das muss jetzt alles angeschlossen werden. Das ist jetzt echt eine relativ umfangreiche Arbeit, die am Ende eine kleine Wirkung hat, aber dann doch relativ umfangreich ist. So, wir haben jetzt alles soweit vorbereitet. Der Roller ist soweit bereit, dass wir jetzt anfangen können, Fahrwerk einzusetzen.
Als erstes setzen wir die Gabel ein und dann danach später den Motor. Bei so kleinen Fahrzeugen wie unseren Rollern relativ einfach. Da kann man das auch mal alleine machen. Bei Motorrädern wird es immer ein bisschen komplexer. Jetzt ist es leichtgängig, hat kein Spiel mehr. Und so kann ich es jetzt verbauen. Jetzt kommen Sachen, Lenker drauf, Räder ran und dann kann ich das auf der Hebebühne weiter zusammenbauen. Die Ur-Vespa kam 1946 auf den Markt. Kurz nach dem Krieg benötigte man ein kostengünstiges, aber ansprechendes Transportmittel, dem auch schadhafte Straßen nichts anhaben konnten. Ein geniales Konzept. Einfach, sparsam und leicht zu fahren. Das ist der Vorteil bei der Vespa gegenüber anderen Motorrädern. Ich habe halt ein getrenntes Felge- und Bremstrommelsystem. Und nicht wie bei Speichenrädern oder bei Gussfelgen, dass ich das ganze Rad ausbauen muss. Ich kann halt hier nur das Rad an sich, also nur die Felge mit Reifen tauschen, ist auch ganz gut. Die meisten Vespas haben auch ein Ersatzrad dabei, sodass ich dann im Pannenfall auch einfach mal das Rad tauschen kann, wie beim Auto. Die Straßen von Sieg macht derweil eine amerikanische Mittelklasse-Schönheit unsicher. Die Chevrolet Chevelle ist auf dem Weg in Tom's Roadhouse. Der Chef selbst cruist über das Gelände. Der Sound des Chevys klingt allerdings nicht rund. Ja, irgendwas klappert da ganz fürchterlich. Und ich habe das Gefühl, das ist die Wasserpumpe, die da fürchterliche Geräusche macht. Ja, mach mal bitte das Licht aus. Manchmal hörst du sie während der Fahrt und ja, hörst du jetzt schon. Guck mal hier. Ja. Hat unwahrscheinliches Spiel, ne? Also die hörst du. Die klappert wie echt. Aber er hat auch viel Zündungen und wie du siehst, war da ja auch ein Spezialist bei. Das ist schon mal der falsche Anschluss. Weil er hat scheint keine Frühzündung zu kriegen, wenn du beschworen ist. Ne? Okay. Zieht ihn nicht ran. Aber wenn der Anschluss auf Dauer hier falsch dran ist, dann ist es auch kein Wunder. Und das kann so nicht funktionieren. Das ist ein kleines Problemchen. Das ist nur ein kleines Problem, aber du merkst es beim Fahren eben ganz extrem, dass da was gar nicht stimmt. Ja, machen wir die Schläuche auch gleich mit neu, ne? Das Gebastel würde ich rausschmeißen, ja, ne? Auf jeden Fall. Das ist TINF, ne? Baumarkt. Gebaut wurde die Chevelle von Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre in den USA. Fast alle Modellreihen gab es als Limousine, Kombi, Coupé und Cabriolet. Als Cabrio, Version Cabrio, ist relativ selten. Chevelle, Baujahr 72, ist, so wie es den Anschein macht, restauriert worden und ist wirklich schön restauriert worden, das Auto. Ne? Ist, sehr viel Konservierung drauf, haben wir schon gesehen, aber das Auto macht einen extrem gepflegten oder extrem restaurierten Eindruck. Spaltmaße stimmen, das ist immer schön, ne? Wenn die Spaltmaße einigermaßen schön sind, dass die Übergänge gut sind. Das macht einen guten Eindruck, das Auto. Trotz 70er Jahre Coolness-Faktor, der Meister selbst präferiert andere Baureihen. Ich persönlich ist nicht mein Fahrzeug. Absolut nicht. Aber es ist toll restauriert und jeder so, wie er es mag. Und habe da Verständnis für, dass die Leute da total drauf abfahren oder so. Aber für mich ist auch nicht mein Baujahr. 72 ist zu jung noch. Die älteren Chevelles, die sind noch ein bisschen hübscher, die sind für mich ein bisschen eleganter, aber das ist, möchte gern. Schlechtes Design aus den 70er Jahren, in Verbindung mit viel Plastik, weichem Fahrwerk. Da fahre ich lieber auf den Dom, ein bisschen Autoscooter. Der Kunde ist König, völlig unabhängig vom privaten Geschmack des Kaisers. Kultschrauber behandeln alle Chromjuwelen gewissenhaft mit Leidenschaft. So rollt die Chevelle einer neuen Wasserpumpe entgegen.
Endspurt bei Lund Auto in Berlin. Nachdem die Roststellen an der Karosse des 911ers beseitigt sind, werden die neuen und aufbereiteten Blechteile miteinander verschweißt. Gut, okay. Gregor, du machst heute die Ecke hier noch? Ja. Wunderbar. Und Hassan passt die Heckklappe ein bisschen ein, ne? Ja, und, ich muss ein bisschen lacken noch, ne? Lacken, noch arbeiten auch wegen den Beulen. Gibt Beispiel hier, hier. Okay. Und auch bei mir, ich habe jetzt, ich muss hier auch ein bisschen arbeiten noch. Ja, ich sehe schon. Klasse. Der Betrieb, der sich der Bewahrung von Old- und Youngtimern verschrieben hat, geht in der Unternehmenskultur neue Wege. Seit ein paar Jahren gehören auch Geflüchtete zum Team. Ich habe immer Karosserie gearbeitet, fast 12 Jahre direkt immer richtige Arbeit. Ich habe gearbeitet mit Oldtimer und neu. Ich habe alles gearbeitet, neue Autos und Oldtimer auch. Und ich habe in Aleppo gearbeitet, in Syrien. Wir haben überall Autos für alle Länder. Wir haben amerikanische Auto, wir haben deutsche Auto, wir haben schwedische Auto, wir haben französische Auto, wir haben indische Auto, wir haben asiatische Auto, wir haben japanische, wir haben kurische, wir haben überall Auto zu uns gekommen und wir haben richtige Arbeit dort gearbeitet und wir haben viele, ich habe fast 5 Jahre nur die Golf 1 gearbeitet. Werkstattchef Thomas Lund hält die neuen Kollegen für hochmotiviert. Zwei von ihnen beschäftigt er als Azubis, einen als Gesellen. Die Ausbildung ist dem gebürtigen Berliner eine Herzensangelegenheit. Der 64-jährige Familienvater ist als Obermeister der Kfz-Innung auch für die rund 400 Werkstattbetriebe der Hauptstadt verantwortlich. Ja, der muss jetzt erstmal verzinnen hier und dass er die Spaltmaße herstellt. Der Heckdeckel ist instand gesetzt, der sieht super aus. Das Heckblech, das Abschussblech, ja. Naja, so dass das also jetzt zu sehen ist, dass alles vernünftig passt. Und das sieht hervorragend aus. Die Totalrestaurierung eines fast 50 Jahre alten Fahrzeugs verlangt ausgeprägte Fachkenntnisse und viel Zeit. Der Aufwand lässt sich nicht wie bei einer normalen Reparatur kalkulieren. Dann kannst du nur pauschalieren. Das ist, wenn ich auf so was jede Stunde abrechnen müsste, das würde kein Mensch mehr bezahlen wollen und können. Lunds Ansatz? Teile, die noch in Ordnung sind, müssen nicht zwangsläufig ausgetauscht werden. Machst du mal zuerst noch mal die Armaturen raus. Ja. Dass du das rausnimmst. Damit wir sehen, ob wir da, ich meine, du bist ja schon wieder einen Schritt weiter, dass wir sehen können, was da jetzt noch auftaucht. Genau. Ja? Ja? Nicht? Ist ganz wichtig. Nachdem Rost und alte Lack- und Farbrückstände beseitigt sind, wird die nackte Karosserie versiegelt. Danach geht der Wagen zum Lackierer. Zurück zu den Minis nach Hamburg. Hier dreht sich alles nur um die britischen Originale, nicht um die BMW-Neuauflage. Alte Minis, echte Mechanik. Wir nehmen nicht einfach eine neue Tür aus dem Regal, sondern wir setzen die in Stand. Heißt, wir kaufen originales Türblatt. Also es gibt es vom Hersteller noch. Es gibt in England einen Hersteller, der diese Tür oder diese Blechteile herstellt in einer fantastischen Qualität. Und dieses Türblatt wird von uns behandelt. Das heißt, es wird grundiert, lackiert von innen. Und dann wird dieses neue Türblatt an den Türrahmen gelegt und am Fahrzeug angepasst. Das Riesenproblem? Rost. Insbesondere bei den letzten Baureihen aus den 90er Jahren. Neuralgische Stellen finden sich unterhalb der Scheinwerfer, an Türkanten und den Schwellern. Oha. Ganz so schlimm hätte ich es mir gar nicht vorgestellt, aber naja. So, das ist, glaube ich, Handlungsbedarf. Ja, hier sieht man das ziemlich deutlich. Hier ist der Rahmen und hier ist das Blatt und hier löst sich das Türblatt ziemlich deutlich vom Rahmen. Ist ein definitiver TÜV-Mangel. Also so schlimm haben wir es häufig nicht. Hier sind diese Türablauflöcher, die sind häufig zu. Die gibt es an jedem Auto und da muss man auch von Zeit zu Zeit mal gucken, ob die noch frei sind. Weil wenn die zugesetzt sind aus irgendwelchen Gründen, dann fängt so eine Tür immer an zu rosten. Das ist so. In einer Tür gibt es immer Wasser. So kann man die gar nicht abdichten. Auch bei modernen und bei neuen Autos ist das so. Gerüchte, dass die Minis schon bei der Auslieferung in England rosteten, halten die Werkstattchefs für Mythen. Auf der anderen Seite gibt es bekannte Konstruktionsprobleme,
wie fehlende Rathausverkleidungen und eine suboptimale Korrosionsvorsorge. Umstände, die dem Betrieb eine gute Auftragslage bescheren. Ja, die Kundin ist Raucherin. Hier sind ein paar Parkhorschen drin und der Anwohnerausweis. Ja. Also da ziehen wir uns dann manchmal schon Handschuhe an, weil manchmal ist das auch ein bisschen unangenehm. Also ich habe da auch schon mal in so einen etwas älteren Apfel reingegriffen. Das ist ja nicht so nett. Wir haben mal eine Kundin, das war ganz lustig. Da haben wir mal ein Armaturenbrett ausgebaut. Und da war dann hinter dem Armaturenbrett ein alter iPod. Und die Kundin hieß Michaela. Und da haben wir so ein bisschen in ihrem iPod rumgesucht. Und dann war da Costa Cordalis. War doch mit Costa Cordalis, ne? Wie? Michaela, singt das nicht Costa Cordalis? Weiß ich nicht. Ja, und dann haben wir ihr das eingestellt und dann ist sie vom Hof gefahren und dann erklang dieses Lied. Und dann hat sie sich köstlich amüsiert, hat sie erzählt. So, das ist die sogenannte Türfolie. Super wichtig, das Teil, sollte diese Türfolie undicht sein, so wie hier zum Beispiel. Das heißt also, hier läuft das Wasser raus. Und wenn das hier rauskommt, ist es eigentlich direkt im Innenraum. Und Wasser im Innenraum, das will ja keiner haben. Das ist nicht wirklich schön. Und die Türverkleidung leidet dann meistens auch an den Stellen. Das sieht noch harmlos aus, aber schön ist es natürlich nicht. Und das, wenn das so war, also wenn man das weiterhin unbeachtet lassen würde, dann würde die Türpappe irgendwann verschimmelt sein, stark verschimmelt und sich auflösen. Vor den Toren Hamburgs wartet die Chevelle auf eine neue Wasserpumpe. Die alte ist noch nicht ausgebaut und voll mit Kühlflüssigkeit. Mechaniker Marian Slotter muss das amerikanische Cabrio von 1972 erstmal anzapfen. Ja, bevor wir jetzt natürlich die Wasserpumpe ausbauen können, muss ich erstmal das Kühlwasser ablassen, damit uns das nicht gleich alles über den ganzen Werkstattboden plätschert. Das wird eh ein bisschen plätschern, deswegen haben wir so eine schöne große Wanne, wo das alles reinlaufen kann. Ja, gucken wir mal, wie weit das spritzt. Der hier ist schon ein bisschen besser, weil der hat einen Ablaufhahn. Da müssen wir keine Schläuche lösen. Da kommt das Wasser gleich so raus. Die Wasserpumpe befördert ein Gemisch aus Wasser und Kühlflüssigkeit durch den Motor und hält seine Betriebstemperatur konstant. Durch einen Defekt kann die Maschine überhitzen. Bei Anzeichen für Mängel sollte die Pumpe zeitnah gewechselt werden. Sonst droht der Ernstfall, ein Motorschaden. Also, wie man hier unschwer erkennen kann, kann man hier überall ran. An die Zündkerzen ganz einfach. Krümmerdichtung ganz einfach machen. Ventildeckel, Luftfilter, Thermostat, alles das, was so im regelmäßigen Tonus mal kaputt geht, ist hier eigentlich relativ schnell und einfach zu wechseln. Bei modernen Autos, da musst du erstmal die Motorverkleidung abbauen, da brichst du drei Nasen ab, dann hast du schon ein Problem. Der Fachmann für Oldies repariert zwar haufenweise legendäre US-Cars, Gas gibt Marian privat jedoch lieber mit einem legendären deutschen Erfolgsmodell. Ist mir zu teuer im Unterhalt. Ich fahre relativ viel. Spritztouren, wenn du da so ein Auto hast, was 20 Liter super verbraucht, dann fährst du nicht mehr so viel als Mechaniker. Und ich muss sagen, ich bin schon immer Opel Manta-Fan gewesen und da komme ich auch so schnell nicht mehr weg, auch wenn ich die ganzen Schönheiten hier so sehe. Ich schraube lieber an den Amis, als selber einzufahren. Wie bei vielen Benzinfans beginnt auch die Leidenschaft des Mechanikers mit einem positiven Kindheitstrauma. Irgendwann habe ich mal ein Mofa geschenkt gekriegt von meinem Onkel. Sein erstes Mofa. Aber das lief natürlich nicht, weil das dann 30 Jahre in der Scheune stand. Und das musste ich dann erstmal zum Laufen bringen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und das war ein unglaublich geiles Gefühl, das erste Mal so motorisiert zu fahren, ohne dass ich einen anschieben muss. Ah, und da war die Liebe entflammt, ne? Dann ging das los. Ja, so bin ich dazu gekommen. Da ist sie. Da ist sie. Zack.
Ja, da ist sie. Von außen sieht man nicht, dass sie kaputt ist. Aber die hat hier mächtig Spiel in der Welle. Mit Glück ist im Ersatzteillager noch eine Pumpe vorrätig. Kostenpunkt um die 100 Euro. Italienische Motorroller und ostdeutsche Kleinkrafträder sind das Spezialgebiet der Kultwerkstatt im hohen Norden. Bei Flying Classics in Hamburg liegt der Komplettaufbau einer Vespa PX an. Jetzt werden noch die Schalter vormontiert. Ich habe ja hier die Bedienteile für Licht und Blinker und so weiter. Die montiere ich jetzt schon mal vor, damit ich sie gleich am Roller nur noch einfädeln muss. Ja, hier Blinker. Links, rechts, jetzt neu. Der war kaputt vorher. Das Vespa-Design, ideal für Umbauten. Doch nicht alles, was möglich ist, ist erlaubt. Man kann nicht alles machen. Es gibt ja schon auch Reglementarien, wo man sagt, hier, das kann man machen, das kann man nicht machen. Oftmals, jetzt in diesem Fall, kann ich auch nicht irgendwelche anderen Schalter einbauen, weil ich gar nicht den Platz dafür habe. So, also das heißt, hier muss es schon einigermaßen originalgetreu sein. Aber an einigen Stellen kann man halt schon auch seiner Individualität freien Lauf lassen. Das passt ganz gut. Ob Customizing oder Tuning, die Werkstatt-Truppe um Helge Wiese gilt in der Scooter-Szene als Spezialistenteam für die Individualisierung von Motorrollern. Es ist auch natürlich wichtig, ungefähr einen Plan zu haben, in welcher Reihenfolge man was macht, damit man da auch sinnvoll an versteckte Stellen rankommt oder dass man nicht irgendwie alles wieder auseinanderbauen muss, wenn man mal einen Schritt zu schnell war. So, jetzt nehmen wir uns den Lenker und flanken den mal aufs Fahrzeug. Hier hatte ich schon vorher die Züge eingezogen für die Bedienung vom Motor später. Kupplung, Schaltung, Gaszug und all das, was man so braucht. Man sieht hier schon, die gucken hier oben raus. Und hier in diese kleinen Aussparungen müssen halt die ganzen Stecker rein, die wir jetzt hier gerade durchgefädelt haben. Jetzt sieht es von vorne schon fast wie ein Roller aus. Wenn ich das Auge von meinem Zyklopen noch einbaue, dann kann man schon fast als Roller erkennen. Die Vespa ist ein Zweitakt-Klassiker. Der Motor arbeitet genial einfach. Der Kolben bewegt sich nach oben. Dadurch saugt der Vergaser frisches Kraftstoff-Luftgemisch an, das durch den Einlass ins Kurbelwellengehäuse gelangt. Nach Verdichtung wird das Gemisch von der Zündkerze im Brennraum gezündet. So ein Vespa-Motor ist eine kompakte Einheit, hat keinen Kettenantrieb, wie man es vom Motorrad kennt, sondern ist alles in einem. Der 200er Motor, der das hier ist, hat 200 Kubik, sagt ja der Name schon, ungefähr 10 PS und befördert einen mit knapp über 90, knapp 100 km/h von A nach B, wenn man will. Jetzt kommen wir zu einem großen Moment, nennt sich Hochzeit in dem Kfz-Bereich. Das heißt, der Motor wird mit dem Chassis verbunden. Ist jetzt hier nicht ganz so spektakulär wie vielleicht bei Ford auf dem Laufband, aber hier ist es natürlich auch immer ein großer Moment. Und den vollführen wir jetzt, indem wir den Motor in das Chassis einhängen. Was kann denn bei einer Hochzeit theoretisch schief gehen? Dass mir der Roller von der Hebebühne fällt, der Motor runterfällt. Aber wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann weiß man in der Regel, was man wie tun muss, in welcher Reihenfolge. Aber das war's schon. Zwei Bolzen sitzt. Jetzt muss es halt nur noch angeschlossen werden. Im Werkstattkeller von Lund in Berlin steht gerade ein ganz feines Restaurierungsobjekt. Ein Porsche 911, Baujahr 1967. Der Kunde wünscht sich eine komplette Überholung des Sportcoupés. Kfz-Meister Gunnar Minich herrscht über die Motorabteilung. Das ist der Originalmotor von dem 2 Liter, den wir gerade komplett aufbauen. Den haben wir komplett restauriert. Also der war komplett offen, der ist neu gelagert, Kurbelwelle ist vermessen. Und diese ganzen Teile, die Sie hier sehen, die haben wir alle neu verzinken lassen. Der 6-Zylinder-Boxermotor leistet in der Grundausstattung von damals gerade 130 PS. Trotzdem wurde der sportstarke 911er zum Urmaß aller Sportwagen. Das ist also der 2-Liter-Block. Und ist echt eine Rarität geworden, dieser Motor. Weil eben alles anders ist zum Nachfolgemodell. Ab 69 haben sie ja Magnesiumblöcke verwendet.
und haben auch den Aufbau ein bisschen geändert. Also die haben zum Beispiel hier dann noch eine Schraube drin und ist alles ein bisschen anders, alles ein bisschen neu konstruiert worden, sage ich mal. Aber im Grunde genommen ist es immer noch das gleiche Prinzip wie bis zum Baujahr 64. Eine Kurbelwelle, achtfach gelagert, 6 Kolben mit Zylinder, 6 einzelne Köpfe drauf. Wenn ich sowas sehe, kriege ich schon Gänsehaut, weil das einfach noch Emotionen mit drin ist. Weil man kann so viel selber machen noch und man muss überlegen und dann müssen die Vergaser eingestellt werden und das Ventilspiel muss stimmen und dann Kontakte, Schließwinkel, Zündungszeitpunkt und so weiter. Was man heute eigentlich ja nicht mehr macht. Heute dreht man den Schlüssel um und das Auto springt an. Und wenn es nicht anspringt, dann leuchtet entweder eine Lampe oder jeder hat große Fragezeichen im Kopf. Das ist einfach nur Emotionen pur, ist das. Diese Leidenschaft will Gunnar auch an die nächste Mechanikergeneration weitergeben. Nee, was machst denn du denn da? Einfetten oder nicht? Nee, hier rum geht's. Ach so. Und zwar, denk dran, da steht ein R drauf. Also so rum rein. Und einmal komplett bitte. Soll ich dir was auf die Hand machen? Komm her, ich bin so fein. Bist du so nett, ja? Ja, ja. Ich komm schon klar, danke. Ja, genau, so will ich das haben. Heute ist es relativ schwierig geworden für die Azubis, weil die lernen ja heute Mechatroniker, das heißt viel Elektronik. Und ich bin ja noch als Kfz-Mechaniker ausgebildet worden. Das heißt, wir haben viel mehr Details gemacht, was die alten Autos angeht. Also wirklich angefangen von der ganz einfachen Zündung, Kontaktzündung über sämtliche Vergasertypen und Trommelbremsen und so weiter. Und heute wird das alles elektronisch geregelt. Ne? Aber das ist ja das Problem, heute haben sie dann oben Tester. Und wenn der kaputt ist, dann schreien sie alle, juhu, aha, Hilfe. Und wir haben noch gelernt zu denken. Ne? Und deswegen hat es mich halt auch in den Fingern gejuckt. Ich habe hier als Werkstatthelfer angefangen. Und als ich aber dann gesehen habe, dass hier wirklich repariert wird und instand gesetzt und nicht einfach nur alles ausgetauscht, was man, was halt ein bisschen kaputt ist, da habe ich halt dann gefragt, ob ich hier auch eine Ausbildung machen darf. Und bisher, also ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und es macht mir viel Spaß. Also ich find's gut. Der Mini war Michael Dittrichs erstes Auto. Als Führerschein-Neuling suchte er damals nach einem günstigen Wagen mit wenig PS. Als ein Kumpel mit einem Mini vorfuhr, war der gebürtige Hamburger sofort Feuer und Flamme. Seitdem schlägt sein Herz für den kleinen Briten. Ich sauge jetzt erstmal die Bremslosigkeit ab, weil wir hier hinten natürlich, wenn wir die Achse ausbauen wollen, müssen wir die Bremse da hinten alles zerlegen. Und dann öffnen wir die Bremshydraulik, das System, und dazu muss vorher die Bremslosigkeit erstmal da raus, sonst tropft mir das alles auf die Füße. Der Ur-Mini war ein Raumwunder. Trotz 3 Meter Länge und 1,40 Meter Breite bietet der Wagen Platz für 4 Personen plus Gepäck. Die Anordnung der Räder an den Wagenecken und der quer eingebaute Frontmotor sparten Platz. Also Mini hat eben die Batterie hinten, weil im Motorraum ja kein Platz mehr ist. Und hat ja dann auch eine bisschen bessere Gewichtsverteilung. Also ist ja nicht unbedingt verkehrt, die Batterie hinten zu haben. So, Tank hier an der Seite. Wenigstens nicht unter dem Auto, wo es in einem Aufprallbereich ist. Dieses Modell mit 63 PS verbraucht auf 100 Kilometer 6,6 Liter Benzin. Auch die Reichweite kann sich sehen lassen. Der 34-Liter-Tank reicht für knapp 500 Kilometer. Schön voll, der Tank. Ist natürlich eigentlich nicht so gut, aber lässt sich jetzt nicht vermeiden. Ziel ist ja, dass ich hier hinten an die Schrauben rankomme. Mit nur 600 Kilogramm ist der Mini ein Leichtgewicht, aber schnell auf der Straße. 148 Kilometer pro Stunde fährt er in der Spitze. Kein Wunder, dass der kleine Brite damals reihenweise Sportrennen gewann. So, hier sieht man jetzt sehr gut, dass der Mini hier so 2 Schwingen hat, also eine unabhängige Radaufhängung, also keine Starrachse. Das trägt nicht unerheblich dazu bei, dass so ein Auto ja eben sehr gutes Fahrverhalten hat, ein super Fahrwerk hat, das Spaß macht damit, um die Kurven zu ballern. Das war 1959 ziemlich revolutionär. Direkte Lenkung statt Servo, sehr kurze Federwege und handgerührte 4 Gänge. Das sprichwörtliche Go-Kart-Feeling ist etwas für Puristen. Wer einmal Blut geleckt hat, hält dem Kultwagen meist die Treue. Unseren Kunden langt in der Regel ein Telefonanruf, eine grobe Kalkulation. Viele wollen das auch gar nicht so genau wissen, ne? Also besonders die Damen, wie gesagt, also
Die wollen eigentlich nur wissen, wie viele Paar Schuhe sie sich am Ende nicht kaufen können. Ne? Wenn das ganze Geld jetzt ins Auto reingeht. Die wollen auch nicht nachher irgendwie sehen, Bremsklötze oder was vorgezeigt haben, ob die nun auch wirklich verschlissen sind. Das interessiert die nicht. Kompagnon Manfred widmet sich der durchgerosteten Tür. Sein Spezialgebiet sind Blecharbeiten. Und da gibt es beim Mini immer etwas zu tun. Zuverlässiger Korrosionsschutz, Fehlanzeige. Dafür fiese Rostnester an Hauben, Kotflügeln und Türen. Es ist nicht weiter dramatisch. Die Senkrechten sind bis auf ein bisschen oberflächlichen Rost ganz okay. Das werden wir hier strahlen, präventiv entrosten. Das ist noch sehr massiv, das können wir verwenden. Neues Blech anpassen, ausschneiden und einsetzen. Klingt nach einem perfekten Behandlungsplan von Blechdoktor Manfred Peterheit. Toms Roadhouse ist voll mit Charakterkarossen vergangener Zeiten. Eines der Blechschätzchen wartet auf eine frische Wasserpumpe. Der Chevelle schaut auch mal der Chef in den Motorraum. Offenbar muss noch mehr Technikinventar erneuert werden. Notwendiger Kleinkram. Ja, das ist der hier unten. Das ist der untere Kühlschlauch. Da sieht man ja ganz deutlich, dass man hier ganz, ganz weiches Gummi so rauspulen kann. Ne? Das ist also Gummi mit Öllösung, was das Gummi dann total weich macht und auflöst. Und das sind natürlich Schläuche, das ist ja ein Drucksystem und die weichen Schläuche halten den Druck dann nicht mehr stand und platzen dann oder rutschen runter, lösen sich auf, reißen. Und ja, das ist natürlich, den Schlauch würde ich auf jeden Fall ersetzen. Das ist durchaus möglich, dass der mal einen Kopfschaden hatte oder einen anderen Motorschaden hatte und das Öl eben halt im Kühlsystem mit durchgespült worden ist. Und das Öl setzt sich im Kühler, in dem Wasserkühler, in dem Wärmetauscher immer unten ab. Und wenn man das fachgerecht macht, muss man den Kühler immer bei diesen Schäden spülen, chemisch reinigen sozusagen. Eine Tradition bei alten US-Cars, mehr oder weniger originell ersetzte Einzelkomponenten. Normalerweise ist es ein Kühlmittelausgleichsbehälter, der durch den Schlauch das Kühlmittel im Stand im Wasserkühler regelt. Er holt sich, wenn er Wasser braucht, holt er sich Wasser rein, macht das Ventil auf, holt sich aus dem Ausgleichsbehälter wieder Kühlmittel rein und wenn der Druck zu hoch wird und er zu viel hat, dann drückt er das wieder zurück rein. Das ist immer so eine Art Ausgleichsbehälter. Ne? Aber selten, dass da Cola draufsteht. Was sieht man sonst so? Jack Daniels Flaschen sieht man oder Urinbeutel oder was auch möglich ist. Ne? Alles. Aber Cola ist jetzt einfallslos. Der Kennerblick des Experten. Ist das Fahrzeug auch noch so edel? Kultschrauber können manchmal eine strenge Jury sein.